Na gut, dann wollen wir weiter fleißig töten. Ich hätte aber gerne noch ein paar mehr Buffs. Und zwar Schutzbuffs. Und den weiß ich gar nicht, ob wir den schon haben. Erstmal hätte ich gerne noch Licht. So. Und nein, den haben wir noch nicht. Den Plus auf alle Stats. Ich kann gleich Lay zaubern. Lay. Jetzt wäre schön. Ah, okay. So. Schön zurück, schön zurück. Das ist der stärkste von diesen Viechern. Jo, definitiv der stärkste. Komm, 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 komm. 70 Schaden, 70 Schaden. Sehr gut. Ja, gleich Geschichte. Dich prügeln wir nieder. Dich prügeln wir garantiert nicht nieder. Du bist viel zu stark. Das ist komisch. Bei fast allen anderen Gegnern geht das. Sogar bei diesen Riesenaugen, was weiß ich. Aber das hier sind echt absolut brutale Nahkämpfer. So, was haben wir da? 1100 Gold. Sehr schön. Hätten wir gerne Heilung. Und ich sehe da rechts ganz viele blaue Punkte. Aber keinen Weg dahin zu kommen. Deswegen klicke ich mal die ganze Wand hier ab, ob hier irgendwo vielleicht ein Geheimgang ist. Nee. Das müsste es wahrscheinlich auch gerade sein. Ich weiß gar nicht, ob schrägen Geheimgänge sein können. Also von der Spielmechanik her. Können wir das wirklich brauchen? Stinkt normal Lederartikel, ne? Die sparen wir uns. Geh weg. Oh, komm schon. 95 Gold. Das ist echt sehr komisch. Dass irgendwo in Startgebieten teilweise 1000 Goldmünzen auf dem Haufen rumliegen. Und hier in einem Tunnel nach Eofol, dem Land der Riesen, finden wir 90 Goldmünzen und stinknormale Schuhe. Ich hoffe mal, auf der anderen Seite kriegen wir wenigstens gute Sachen. Land der Riesen klingt schon mal sehr vielversprechend. Also wenn da Titanen zum Beispiel sind, wissen wir, dass es gutes Zeug gibt. In der Titanenburg gab es ja auch welches. Au, 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 au. Seid ihr bald mal tot? Ja. Na komm. Ja, kaputt. Und die anderen fliehen. Ihr seid riesige, monströse Bestien. Und ihr flieht vor uns. Na gut, kann ich mitleben. Schlafen? Fragezeichen? Ja, komm. Nein. So schlafen. Wir hätten gerne dich. Und wir hätten gerne dich. Und danach alle Lichtbuffs. Wobei wir die Schutzzauber hier eigentlich nicht so wirklich brauchen. Solange nur die Behemoths kommen. Aber wer weiß, was noch so kommt. Also, aggressive Buffs. Defensive Buffs. Schuh bleiben liegen. Unser magisches Auge zeigt uns schon wieder Gegenstände, wo wir nicht rankommen. Das ist sehr komisch. Außer es geht über mehrere Etagen. Oh. Ah, warte, ich mach mal kurz du. Den da Standardzauber. Und du machst kurz den Buff. Hui. So. Ja. 10 Schadenspunkte. Mal 3 Gegner sind 30 Schadenspunkte. Oh, 40 ist schon besser. Das wäre dann 120 zusammen. Also wenn wir ein bisschen mehr Zauberpunkte hätten, wäre es bestimmt ziemlich effektiv. Also bei noch mehr Gegnern auf dem Bildschirm. Aber wir haben nicht mehr Zauberpunkte. Das heißt, du kannst den wieder wegmachen. Was haben wir hier? Eine Medusa. Dich können wir mal niederprügeln. Du bist kein 3 Meter großer, 500 Kilo schwerer Fleischklumpen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Oh, haben wir Schutz vor Magie? Stopp, Pause. Schutz vor Magie, ja, haben wir. Irgendwie weh. Von wegen Versteinerung.
Zustand gut, okay. Oh. Oh. Kaputt. Oh. Oh, eine kleine Heilung zwischendurch wäre ganz nett. Heilung. Das tut irgendwie weh. Ich denke mal, wenn wir den Mädels jetzt noch ordentliche Stäbe und Dolche geben würden, könnten die sogar richtig gut Schaden machen im Nahkampf. Müssen wir mal überlegen. Das tut irgendwie weh. Prügel, prügel, prügel. Quatsch. Oh, da ist ein komischer Gang im Nordwesten. Sieht wichtig aus mit diesen Einbuchtungen. Und es liegt Gegenstand auf dem Boden. Ich hoffe mal, bessere als hier. Gold ist schon mal gut. Und etwas größerer Haufen ist auch schon mal sehr gut. Und wozu sind diese Einnischungen hier? Ach so, damit Behemoths hier durchlaufen können und man quasi eine Ausweichstraße hat. Hätte was, ja. Gut. Oh, was haben wir da hinten Schönes? Können wir das wirklich brauchen? Nein, brauchen wir nicht wirklich. Das tut irgendwie weh. Au. Wir sollten gleich mal auf die Karte gucken, ob wir jetzt zurückkommen zum Eingangsbereich. Ne, nicht so ganz. Aber wir haben definitiv hier mehrere blaue Gegenstände gesehen. Das heißt, entweder machen wir jetzt einen ganz großen Kreis hier rum, oder wir gehen irgendwann nach oben bzw. unten. Und da das Gebiet hier Tunnel nach Eofel heißt, könnte es gut angehen, dass es noch hoch und runter geht. Mir ist es einerlei. Hauptsache, ich kann immer fleißig weiter töten und looten. Denn die Erfahrungspunkte scheinen ja ziemlich gut hier zu sein. Und Gold auf dem Boden zwar nicht so toll, aber von den Gegnern. Ich meine, 1000 pro Urbehemos, 150 was pro Medusa, es läppert sich. Und das sieht aus wie ein Altarraum. Da geht's weiter. Ne, doch, geht doch weiter. Das tut irgendwie okay, bringen wir die beiden kurz hier um. Wir gehen dann zurück in diesen Altarraum und gucken, ob da irgendwo was Wichtiges ist. Oder ein Schalter oder irgendwas halt. Und das waren doch mehr als zwei. So. Eine Heilung von Lay noch bitte. Genau. So, also Altarraum. Alle Seitengänge einmal einsehen. Hier ist nichts. Hier ist eine verdächtig aussehende Wand. Aber auch nichts. Wir kamen von da, ne? Von Westen? Ja, richtig. Hier ist eine Abkürzung in dem Bereich, wo wir eigentlich gleich so auch hätten hinkommen sollen. Erkläre ich gleich, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe zum Reden. Lauf, 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 lauf. Oh, mehr Gold. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Was ich sagen wollte, genau. Hier, wo die ganzen Medusen sind. Da wären wir auch hingekommen, wenn wir dem Weg eben gefolgt hätten. Dem hier. Das heißt, wir sollten jetzt hier die Gegend sichern und dann hier oben hingucken, weil sonst vergesse ich später da wieder hinzulaufen. Und das wäre nicht so schön. Das tut irgendwie weh. Nicht, dass ich mir wirklich Hoffnung mache, dass hier irgendwo noch die eine Leiche ist, aber es könnte was anderes Interessantes da sein. Ich glaube, ich mache sogar mehr Schaden als mit den Zaubersprüchen. Ah, das ist sehr komisch. Oh, bei dir nicht. Bei dir sicher nicht. Euch kann ich totprügeln, aber den da... Oh, noch ein blauer dabei. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Heilung. Oh, was haben wir hier im Weg? Ach, eine von euch, okay. Quatsch.
Und ihr kommt hier wieder nicht durch. Das ist doof. Das tut irgendwie weh. Au, au. Au. Oh. Ich brauche Hilfe! Ja, brauchst du. Kleiner ist tot, sehr gut. Großer ist auch gleich Geschichte. Na komm schon. Gadi. Der Raum hier sieht wichtig aus. Mit diesen Seitendingen. Aber nur steht normal los. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? 250, können wir das wirklich brauchen? 50. Ich wette, irgendwo hier in dem Dungeon gibt es eine ganz tolle Waffe. Und wir werden sie irgendwann ignorieren, weil wir so viel Plunder hier finden. Oh. Das wäre gemein. Na gut, zaubern wir mal zwischendurch. Ja, doch, das geht ein Ticken schneller. 30er Beil, nö. Oh, das tut irgendwie weh. Au. Au. Ja, Gold wird langsam. 26.000 haben wir schon wieder. Allerdings haben wir auch mindestens einen Stufenaufstieg. Das tut irgendwie weh. Irgendwie will das Spiel gerade nicht. Nichts geht überall. Ich denke, ich werde gleich abspeichern müssen und einmal das Spiel neu starten. Was war das für ein Ring? Also ja, ich werde das Spiel gleich neu starten müssen, denn es ruckelt komischerweise. Noch so ein albernes Ding. Dann verzauber das kurz. Wäre es dann nicht mehr so albern? Will er nicht, okay. Schild reparieren. Schild reparieren. Repariert. Dafür habe ich keinen Platz. Good as new. Reparieren. Komisch, dass die Schilder alle kaputt gehen. Ich sollte die vielleicht auch mal härten. So. Und so. Schlafen würde ich auch ganz gerne. Wo wir eh gleich abspeichern wollen. Aber ich denke mal, das ist jetzt hier so verwinkelt, dass wir es nicht hinbekommen werden, dass wir eine freie Stelle haben. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Karte. Also. Der Bereich ist aufgedeckt. Das heißt, weitergehen tut es da oben und da und da. Und da sieht es aus, als wenn es weiter runter gehen würde. Also gut, gehen wir kurz noch nach oben. Stellen wir uns vor, den Tunnel, wo ich denke, dass es nicht so wirklich weit weitergeht. Den ich einfach nur aufdecken möchte, der Vollständigkeit halber. Nämlich der hier. So, jetzt... Oh, wir können schlafen. Jetzt schlafen wir. Buffen wir. Ne, du buffst nichts mehr. Du bist ziemlich sinnlos geworden, Druidin. Schade, aber ist so. Dich noch. Und jetzt speichern wir ab und wir sehen uns gleich wieder hoffentlich... Oh, Rucksäcke sind weg. Na gut, speichere ich trotzdem ab und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Ruckler weiterhin nicht mehr da sind. Also bis gleich.